Dresscodes an Schulen sind aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Welche Kleidung ist verboten? Sind die Schüler damit einverstanden? Was halten Schüler und Lehrer von einer Schuluniform im traditionellen oder auch im modernen Sinne? Sind die Strafen bei Verstößen gegen die Kleiderordnung nicht manchmal zu streng? Luisa, Milena, das geht gar nicht. Ich habe euch letzte Woche schon angesprochen. Hier ist zu kurz, da ist zu kurz. Das sollte mittens bis zum Knie gehen. Und hier die Träger, 5 cm. Das sind vielleicht 2, 3 cm. Ab in Büro 10. Geht euch was Neues holen. Boah, fuck mich jetzt nicht. Ah, nee. Boah, Alter, das geht gar nicht. Ja, du siehst voll scheiße aus, Mann. Du siehst auch nicht besser aus. Ja, ich hab einen Pulli an und draußen sind 30 Grad. Ey, komm, ich hab ein Pyjama an. Das sieht einfach... Nee. Ja, ist ein bisschen beinig scheiße aus. Lass einfach mal nächstes Mal ein bisschen was Längeres anziehen und fertig. Nee, hab keinen Bock mehr. Komm, lass gehen. Okay. Warum gibt es überhaupt eine Kleiderordnung? Zum einen, weil eben die Schule auch ein Ort ist, wo man sich konzentrieren soll. Und ich meine, ich glaube bei Mädchen, wenn man jetzt gemischte Klassen hat, dass die Jungen sich nicht unbedingt auf den Unterricht konzentrieren, sondern eher auf die Kleidung von den Mädchen. Ja, ich denke, es geht in der Schule vor allen Dingen darum, die Schüler, die Kinder auf ihr späteres Leben vorzubereiten, auch auf ein Berufsleben. Und deshalb denke ich, dass die Kleiderordnung auch dann dazu dienen soll, den Schülern beizubringen, wie sie sich zu welchen Anlässen zu kleiden haben. Auf dieser Grafik könnt ihr sehen, dass die Schüler unserer Nachbarschule, der BS, die eine lockere Kleiderordnung haben, eher mit dieser einverstanden sind als die Schüler der MG, deren Kleiderordnung strenger ist. Dazu muss man allerdings erwähnen, dass die MG überwiegend von Mädchen und die BS meist von Jungen besucht wird. An unserer Schule sind Tanktop, Kappe und Jogginghose nicht gern gesehen, aber ein Anzug muss es auch nicht gerade sein. Jeans und Pullover sind hingegen voll in Ordnung. Mädchen mit bauchfreien T-Shirts werden bei uns immer von den Erziehern angesprochen. Man kann zwar auch ein langes T-Shirt anziehen, aber gegen ein wenig bauchfrei haben wir nichts. Hotpants und schulterfreie Oberteile sind ein No-Go. Unsere Schule erlaubt Shorts bis zu den Knien, aber das hat doch echt keinen Style. Das rechte Outfit finden wir angemessen. In einem Punkt ist die Direktion uns entgegengekommen. Bisher stand immer darin, dass Risse in Jeans, Hosen nicht erlaubt sind. Die Mode war aber letztes Jahr halt so, dass wir uns da auch angepasst haben und auf Knien oder so weiter natürlich Risse in Jeans, Hosen erlaubt haben. Zum Thema klassische Schuluniform haben wir in unserer Umfrage herausgefunden, dass eine deutliche Mehrheit der Schüler gegen die Einführung einer einheitlichen Uniform ist. Ein Lehrer der MG meint dazu: Man hat immer für und wider. So eine traditionelle Schuluniform, die alle gleich macht, die habe ich nicht so gern, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der gern die Individualität befürwortet. Man soll auch so ein bisschen den einzelnen Menschen erkennen, aber natürlich gibt es einen Rahmen, in dem sich das bewegen muss. So eine traditionelle Kleiderordnung hat natürlich den Vorteil, dass man eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl dadurch nach außen hin auch deutlich machen kann, dass uns hier in der Schule ein bisschen fehlt. Das stimmt schon, aber ob man es gerade über eine Uniform einführen muss, da bin ich anderer Meinung. Ich denke, da gibt es andere Aktionen. Also ganz klar, so dieses traditionelle Uniformiertsein, das ist mir zu einförmig. Eine weitere Auswertung unserer Umfrage hat ergeben, dass die meisten Schüler T-Shirts mit dem Schullogo befürworten würden. Auch die Lehrer sind da der gleichen Meinung. Das finde ich eine gute Sache. Da könnte man vielleicht drüber nachdenken, vielleicht Pullis mit dem Schullogo drucken zu lassen, die dann jeder tragen kann, wann er mag. Das würde vielleicht so ein bisschen die Gruppenzugehörigkeit zur Schule fördern, aber das sollte nicht verpflichtend sein. Wir schlussfolgern aus unseren Recherchen unter anderem, dass es gut wäre, wenn die Schüler beim Thema Dresscode an Schulen mitreden könnten. Es sollte möglich sein, bei all den Diskussionen einen Kompromiss zwischen den Verantwortlichen der Schule und den Schülern zu finden, sodass alle zufrieden sind.
Wir haben festgestellt, dass von vielen Schülern eine Lockerung der Kleiderordnung oder auch eine Einführung der T-Shirts mit Schullogo gewünscht wird. Wir sind auf jeden Fall froh mit unseren T-Shirts, die wir mit unserer Klasse entworfen haben.